Yo, und damit herzlich willkommen zum zweiten Snowboard-Video. Ihr fährt voraus. Du bist der Resetter. Ach, der Resetter? Ja. Ja, aber das ist drauf. Werner. Gut. Gut. Ja. Was warten wir? Das ist nur 28 Kilowatt, oder? Ja, und dieses Mal haben wir uns was Großes vorgenommen. Und zwar wollen wir den 360 lernen. Und das in nur etwa 2 Stunden und auch noch in der Nacht. Ob das gut geht? Also mit wir meine ich Sören, das ist sein Künstlername, und mich. Denn Kurt hat es schon ein bisschen besser im Griff. Vor allem seinen Aldi-Tüten-Trick abnormal. Ja, und auch der 360 ist anscheinend kein Problem für ihn. Alter, er hat es einfach geschafft! Auf jeden Fall wird es keine einfache Sache für mich und Sören. Naja, zumindest haben wir den 180 schon mehr oder weniger im Griff. Naja, so halb zumindest. Aber wir haben uns das Ziel gesetzt und ja, mal schauen, ob es klappt. Jo, wow! Nice! Tiefschnee, voll geil! Außer wenn man stecken bleibt. Alter, das ist so anstrengend, dieses Penguin Walk. Nee. Die Wheelies dürfen natürlich auch nicht fehlen, obwohl das nicht ganz so einfach ist, aber... In diesem Moment habe ich mich schon gefragt, ob das eigentlich realistisch ist, einen 360 zu versuchen, wenn man es nicht mal schafft, geradeaus zu fahren. Ihr könnt einfach klicken, geradeaus! Ich habe vorhin noch so gemacht, und dann bam! Auf jeden Fall waren wir fest davon überzeugt, dass wir unser Ziel erreichen können. Man braucht halt einfach nur die richtige Motivation. Do it! Just do it! Yes, also fast! Meine Hose ist aufgegangen, ey. Don't let your dreams be dreams. Yesterday you said tomorrow. Just do it! Make dreams come true! Schon ein bisschen gezogen. Wo ist der Trick? Ich versuche einen Handstand-Salto. Ja, was? Naja, wie man so schön sagt, alle guten Dinge sind 3. Sick. Ja, Mann! Ja, so halb, Alter. Wow. Ich kann's, Alter! 360! Und auch Sören hat es kurz danach auch geschafft. Oh mein Gott, fast, Alter! Fast, gell? Ja, Mann! Ja, Mann! Komm, das zählt auch als 360, Mann!
Wir haben es beide so halb geschafft. Ja, nee, voll krass. Nur 360, aber. Ich war Alter. Und gelandet. Das Witzige war, gerade an der Stelle hätte ich es am wenigsten erwartet. Ja, voll. Er macht einfach die Tricks ohne uns. Oh nein! Oh! Funktioniert voll schlecht zu steuern mit dem Ding. Ich mach Russenhocke fahren. Oh, oh. Danke fürs Zuschauen und Peace!